Hallo, wir werden uns nun ansehen, wie wir auf gamelabs.at mit dem Adventure Editor das einfache Sprach-Dialogspiel umsetzen können. Nach dem Anmelden auf der Webseite klicke ich einfach oben auf Create und wähle dann Adventure aus und komme dann zu den Metadaten des Spiels. Das heißt, ich muss einmal dem Spiel einen Titel geben, eine Beschreibung und kann dann das Spiel bearbeiten. Ich habe jetzt den Titel und eine kurze Beschreibung mal ausgefüllt und klicke einfach unten auf Abschicken und sehe dann eine Zusammenfassung und kann dann mit nochmals Abschicken das Spiel fertig anlegen. Im Editor selber klicke ich einfach auf Edit und komme dann in den Bearbeitungsmodus. Der Bearbeitungsmodus startet gleich mit der ersten Szene, also mit der mein Spiel beginnt und will dafür einen Namen haben. Ich gebe dem mal den Namen Outside the Club. Okay, und habe dann die erste Szene angelegt. Das nächste, das ich mache, ist, dass ich mal die Szene optisch herrichte. Das heißt, ich klicke unten auf Grafik bearbeiten und wähle mein Hintergrundbild aus. Die Hintergrundbilder habe ich zuvor schon über den Punkt Meine Hintergrundbilder einfach hochgeladen. Das heißt, dann kommen die Bilder rein, die ich habe. Ich nehme in diesem Fall dieses Hintergrundbild und es wird gleich positioniert. Des Weiteren habe ich meine Objekte, meine Figuren hochgeladen und wähle die jetzt in der Bibliothek unten aus. Wie im Text geschrieben, entweder die Bilder als Creative Commons suchen oder selbst machen oder gleich mit der Gamelabs App direkt erstellen, dann wird gleich ein Adventure mit den Hintergrundgrafiken angelegt. Die Menschenbilder habe ich mit einem Avatar Creator erschaffen. So, ich positioniere mal, in dem Fall soll das meine Megan sein. Und habe jetzt eigentlich mal die komplette Grafik für die erste Szene erstellt. Der nächste Schritt ist, dass ich über der Grafik der Figur jetzt eine Aktionsfläche mache, damit ich die auch anklicken kann. Das heißt, ich klicke einfach unten bei Szene bearbeiten auf neue Aktionsfläche, kriege dann so eine verschiebbare Aktionsfläche und schiebe die mal über meine Figur drüber. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, die man einfügen kann. Entweder kann ich einen Dialog erstellen, ich kann die Szene mit einer anderen Szene verknüpfen oder einen Link erstellen, also mit einem Weblink verknüpfen. In dem Fall wollen wir einen Dialog haben, das heißt, ich klicke auf Dialog erstellen, kriege eine kurze Erklärung, die überspringe ich jetzt und habe jetzt hier drei Dialogzeilen zur Auswahl. Es funktioniert immer so, der Spieler kann 1 bis 3 Sätze auswählen, die er sagt, der Computer antwortet dann darauf und dann kann man entscheiden, was passiert. Den Dialog habe ich ja schon mit bubble.us als Mindmap erstellt und kann ihn dort exportieren. Und erhalte dann diese Textansicht. Das heißt, ich sehe hier, mit Megan wird es zwei Möglichkeiten geben zum Reden, und zwar Who are you? Oder Why do you look so sad? Und in dem Fall kopiere ich jetzt einfach mal Who are you heraus, klicke auf Der Spieler sagt, füge das dort ein, gehe dann wieder auf meinen Export, kopiere mir My Name is Megan raus, und dann entscheide ich, was passiert, Ende dieser Zeile, Dialog weiterführen oder Dialog komplett beenden. In diesem Fall würde ich einfach sagen, Ende dieser Zeile. Das heißt, es ist ein banaler Gesprächsfaden. Den zweiten Teil ist dieser hier, war Dialog so sad. Ich kopiere es wieder raus, füge es hier so ein und sage dann, die Megan sagte drauf, I lost my golden earrings. Ich füge es ein und sage dann, was passiert. Und zwar wird der Dialog weitergeführt. Ich klicke auf Dialog weiterführen und kann dann sagen, es geht nur in dieser Zeile weiter oder ich beginne mit 3 neuen Zeilen. In dem Fall will ich wirklich mit 3 neuen Zeilen beginnen. Das heißt, ich klicke hier drauf und habe hier wieder 3 neue Zeilen. Ich werde jetzt mal die weiteren Dialogzeilen reinkopieren. Also das ist mal der zweite Teil meines Dialogs. Entweder sagt meine Figur drauf, oh no, where did you lose them?
Oder er sagt einfach aha und dann ist der Dialog zu Ende. Bei Where Did You Lose Them? Dann kriege ich eine Antwort von Megan und führe dann den Dialog nochmals weiter. Also in dieser Zeile sagt das Spiel, dass er nicht weiß, wie er reinkommt und die Megan sagt, man bekommt einen Backstage-Pass. Das heißt, ich kann jetzt sagen, der Dialog ist eigentlich beendet und das Spiel erhält einen Gegenstand. Und zwar die Gegenstände kann ich herum über meine Schatzkiste verwalten. Und in diesem Fall habe ich hier schon den Backstage-Pass hochgeladen, sagt der Gegenstand wird halt der Backstage-Pass. Ich sage jetzt Save and Back. Und habe jetzt quasi die erste Dialogszene schon bereits fertig. Okay, dazu erstelle ich jetzt für den Club drinnen eine neue Szene. Und der Club. Okay. Stelle hier wieder über Grafik bearbeiten das richtige Hintergrundbild ein. Wähle meine Figur aus. Habe hier mit Menschen jetzt den Joe ausgesucht. Und stelle ihn da rein. Gehe wieder Szene bearbeiten, neue Aktionsfläche. Schiebe ihn wieder drüber und sage Dialog erstellen. Und kopiere jetzt auch wieder genauso wie zuvor aus meiner Mindmap die Dialogsequenzen heraus und habe hier jetzt einen ganz einfachen Dialog. Also ich kann nur fragen, who are you? Und sagt er drauf, my name is Joe. Oder ich sage einfach, I'm looking for some earrings. Und dann bekomme ich die schon. Also die Dialogtiefe ist natürlich dann die Aufgabe, dass die halt viel tiefer ist als in diesem Beispiel hier. In diesem Fall mit den Earrings kann ich wieder sagen, Dialog komplett beenden und als Gegenstand werden die Earrings gefunden. Dann wieder speichern und das ganze Spiel speichern und die Dialogflächen kann ich noch mit dem Icon hier entsprechend anpassen und herunter kann man noch die Szenen wechseln. Kann ich mich auch um Megan kümmern. Wenn ich nochmal in den Dialog rein will, klicke ich einfach auf das Dialogsymbol oben. Dann komme ich wieder in den Dialog-Editor drinnen. Jetzt brauche ich natürlich noch die Verlinkung zur zweiten Szene. Dazu erstelle ich eine neue Aktionsfläche. Am besten mache ich die mir hier bei meinem Eingang. Und ich mache zunächst mal die richtige Größe, die ich gerne hätte. Und sage dann mit einer anderen Szene verknüpfen. Und zwar in diesem Fall mit In the Club. Und Gegenstand, der benötigt wird, damit ich dorthin komme, ist der Backstage-Pass. Danach speichere ich das Spiel und jetzt habe ich das komplette Spiel fertig. Ausprobieren kann ich dann das Spiel einfach über, wenn ich auf meine Spiele klicke und auf Find the Earrings, auf den Titel direkt drauf und dann auf Play. Dann komme ich direkt in das Spiel und kann jetzt das Spiel starten. Im Spiel selber gibt es noch oben die Schatzkiste, wo ich immer sehe, was mir noch fehlt und was ich brauche. Das war's.